Ich hoffe, ich kann Sie jetzt mitnehmen in ein tatsächlich doch irgendwie anderes Thema. Aber ich war gerade sehr glücklich, doch in dieser Session hier zu sein, weil ich gerade eine Sache gelernt habe, die mir das Leben nächstes Jahr bestimmt dann erleichtern wird, wenn der DDH dann da ist. Und zwar möchte ich gerne Ihnen vorstellen, woran wir an der TU Berlin im Bereich Fair Open Access Finanzierung arbeiten. Und ich stehe hier alleine heute, obwohl im Programm noch eine zweite Person genannt wird. Ich weiß nicht, ob Elena auch da ist. Sie trägt auf jeden Fall deswegen nicht mit vor, weil sie nicht mehr an der TU Berlin arbeitet, leider. Und weil das eben so ein TU-spezifisches Thema ist, mache ich das heute alleine. Da müssen Sie mit mir vorlieb nehmen. Aber ich will auf jeden Fall ihr sehr danken dafür, dass sie dieses Thema bei uns im Haus so angeschoben hat. Also wir haben ihr auch maßgeblich mit zu verdanken, dass wir einen Fair Open Access Fonds etabliert haben jetzt zu Beginn des Jahres. Und genau, wenn ich jetzt von wir spreche, dann wissen Sie, da sind noch mehr Personen mit im Boot. Und genau, ich würde gerne zunächst einmal ein paar Vorüberlegungen mit Ihnen teilen, die wir uns im Herbst, Winter letzten Jahres gemacht haben. Und zwar natürlich vor allem auch im Kontext des Bekanntwerdens der neuen Deal-Verträge mit Elsevier, Wiley und Springer. Ich bin sicher, das hat in vielen Häusern zu kontroversen Diskussionen zwischen Leitung, Erwerbungsleitung, Open Access Teams und zwischen diesen Idealen, zwischen Open Access Idealen und zwischen dem Auftrag, Informationsversorgung auf dem Campus sicherzustellen, geführt. Und in diesem Spannungsfeld haben wir eben sehr kontrovers diskutiert. Genau, und das wollte ich eigentlich später sagen, sondern Sie noch was anderes mit benennen. Und zwar haben wir in der TU-OA-Policy, die wir 2017 verabschiedet haben, schon frühzeitig verankert, dass besonders das Engagement für nicht kommerzielle Angebote befürwortet wird. Das ist das eine, das steht da. Das andere ist, wir sehen Entwicklung bei den Publikationszahlen. Wir sehen, dass der Open Access-Anteil wächst. Das ist sehr erfreulich. Wir sehen aber vor allen Dingen, dass der Open Access-Anteil im Bereich kostenpflichtiges Open Access, also APC oder PAR, Publish and Read basiertes Open Access wächst. Und wir sehen dann eben auch, wie die Ausgaben für Open Access wachsen. Also wir sehen das ganz konkret an den Zahlungen, die wir an der Universitätsbibliothek zentral leisten. Und wir sehen, wie viele Mittel inzwischen durch Publish and Read-Verträge gebunden werden. Und in dieser Gemengelage, in dieser kontroversen Diskussion eben um den Abschluss von solchen Verträgen und wohin sich das entwickelt und dann unseren Idealen auf der anderen Seite, haben wir uns eben gefragt, ob oder wie wir eigentlich Open Access Finanzierung auch noch mit anders gestalten können und wie wir Verantwortung als Bibliothek übernehmen können, um auch unsere Ideale weiter zu verfolgen und nicht nur in Publish and Read Verträge oder in APCs bei kommerziellen Verlagen zu investieren. Genau, und ich würde gerne, es ging jetzt die ganze Zeit um Diamond und natürlich ist dieser Begriff sehr viel etablierter in der Community und ich will nur ganz kurz erklären, warum wir uns entschieden haben, diesen Term in unserem Kontext nicht zu verwenden. Es geht eben bei Diamond oftmals um verschiedene Dinge. Das ist ein Sammelbegriff, das haben wir jetzt gestern und heute auch schon mehrfach gehört. Es ist ein Sammelbegriff für häufig Non-APC oder Non-BPC Geschäftsmodelle. Manchmal meint man damit auch Scholar-led, also wissenschaftsgeleitete Initiativen oder Not-for-Profit, aber das ist eben nicht gesetzt bei allen Definitionen. Es gibt keine so allgemein verbindlichen Kriterien. Jetzt habe ich gerade gelernt, daran wird gearbeitet. Das ist super, wir brauchen das. Wir brauchen mehr Klarheit, worüber wir sprechen, damit wir daraus dann Handlungsoptionen für die Bibliotheken oder für die Institutionen ableiten können. Und wir haben uns eben im vergangenen Jahr an der TU entschieden, diesen Term Fair Open Access zu verwenden, weil dahinter eben ein sehr klarer Kriterienkatalog steckt. Und genau, weil unsere Perspektive
eben ist, was können wir als Bibliothek eigentlich fördern? Dieser Term passt einfach besser zu dem, was wir unterstützen wollen. Deswegen verwenden wir den. Und hinter diesen Fair Open Access Principles, die wurden 2017 verabschiedet von der Fair Open Access Alliance. Sie kennen das vielleicht noch aus der Kontroverse rund um diese Zeitschrift Lingua, die dann die beim Elsevier Verlag war und dann wechseln wollte oder was ändern wollte und das konnten sie nicht und dann haben sie sich neu gegründet als Glosser. Und das war, in diesem Kontext haben sie vielleicht schon mal von diesen Fair-Prinzipien gehört. Und es geht eben darum, dass das Publizieren wissenschaftsgeleitet stattfindet, dass Autorinnen alle ihre Rechte behalten können, dass unter freien Lizenzen Open Access publiziert wird und dass dafür nicht zwingend Gebühren durch die Autorinnen oder Herausgebenden bezahlt werden müssen. Das heißt nicht, dass es nicht irgendwie Gebühren geben kann, aber sie sind eben nicht zwingend für das Publizieren. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Wenn Gebühren finanziert werden, dass es eine gewisse Kostentransparenz gibt bei der Zeitschrift darüber, wofür man eigentlich zahlt, und dass die Kosten niedrig sind und in einem angemessenen Verhältnis zu der erbrachten Publikationsdienstleistung. An der TU Berlin unterstützen wir schon seit vielen Jahren Non-Profit-Strukturen. Das ist jetzt nichts Neues. Ja? Wir knüpfen an das an, was wir bisher auch gemacht haben, aber wir haben das bisher eben noch nicht so systematisch gemacht, sondern punktuell oder reaktiv, wenn uns was untergekommen ist. Und das ist genau das, was wir jetzt gerne ändern wollen. Ja, wir wollen mehr in Aktion kommen und deswegen haben wir eben zum Anfang des Jahres diesen Fair Open Access Fonds gegründet, um die bereits existierende Förderung auszubauen, um uns da besser und strukturierter aufzustellen. Genau, ich glaube, die Zeit rennt, deswegen gehen wir schnell weiter. Und was machen wir da jetzt konkret? Wir haben uns verschiedene Dinge vorgenommen. Wir wollen es in der UB-Strategie verankern für die nächsten Jahre. Wir wollen und müssen Workflows aufbauen. Das ist immer so. Bei neuen Tätigkeitsfeldern braucht man Workflows in Bibliotheken, Geschäftsgänge. Wir wollen uns mit dem Publikationsaufkommen natürlich unserer Wissenschaftlerinnen beschäftigen, aber auch mit anderen Aktivitäten. Also was wir sehen ist, dass es sehr häufig um die Publikationstätigkeit geht, aber im wissenschaftlichen, also im Gesamtkontext vom wissenschaftlichen Publizieren haben Wissenschaftlerinnen eben ganz viele andere Tätigkeiten, die auch essentiell sind dafür, dass dieses System funktioniert. Sie sind in Editorial Boards, sie sind Herausgebende, sie haben irgendwie redaktionelle Tätigkeiten, sie machen Review und mir scheint, dass es bisher da noch nicht so gut beleuchtet ist, also was unsere Wissenschaftlerinnen da eigentlich tun im Bereich Diamond oder Fair Open Access. Ich bin ganz froh, dass wir zumindest eine Aufgabe schon mal abgearbeitet haben, nämlich diese Verankerung in der OB-Strategie. Anfang des Jahres, also im Februar, haben wir ein Strategiepapier verabschiedet, also die OB-Leitung erarbeitet und verabschiedet. Das ist intern, Sie können das nicht finden, nicht zitieren bisher. Das sind nur Auszüge, die ich aber gerne zeigen kann. In diesem Strategiepapier wurden 5 Leitsätze formuliert. Einer davon ist, lautet, wir bauen alternative, nicht kommerzielle Strukturen für eine offene Wissenschaft auf. Und genau, in diesem Strategiepapier werden Kernaufgaben beschrieben, strategische Ziele und Handlungsfelder. Das ist ja ein Papier, das sich vor allen Dingen an uns selbst als Bibliothek richtet, in der wir uns beschreiben, was wir uns vornehmen für die nächsten 5 Jahre. Und hier drin steht als eine konkrete Aufgabe eben auch die Etablierung eines Fair Open Access Fonds. Genau, ich hatte erwähnt, dass wir uns mit Workflows beschäftigen. Das meint dann sowas wie, wer prüft eigentlich wann was, also Abläufe, Vorgänge für die Rechnungsbearbeitung, aber dahinter steckt auch dieser Bereich Förderkriterien. Über die 5 Fair Open Access Principles habe ich gerade schon gesprochen, aber natürlich sind daneben auch noch lokale Faktoren für uns relevant.
das ist nur ein Auszug, ne? Also es geht um übliche Fragen, die so in der Erwerbungslogik einer Bibliothek auch auftauchen. Passt es fachlich zu uns? Ist es fachlich für uns relevant? Dann eben diese Aktivitäten von TU-Angehörigen, und da würden wir gerne breiter schauen, nicht nur auf Publikationstätigkeiten, sondern auch auf andere Aufgaben, die unsere Wissenschaftlerinnen übernehmen. Und wenn wir jetzt über konkrete Zeitschriften hinausdenken, sondern eher an andere Arten von Publikationsinfrastrukturen oder auch vielleicht Tools, die das wissenschaftlich Publizieren unterstützen oder die redaktionelle Tätigkeiten unterstützen, dann wollen wir gerne auch diese Art von Infrastrukturen oder Tools mitfinanzieren können. Wir denken also an Open-Source-Software oder bestimmte eben offene Infrastrukturen, die potenziell nutzbar sind oder schon genutzt werden durch unsere Angehörigen. Also denken Sie an Archive zum Beispiel. Genau, ich habe 5 Minuten, danke. 4. Genau, wir haben versucht, uns dieser Frage, wie sind unsere Wissenschaftlerinnen eigentlich als Herausgebende tätig? Wir haben uns versucht, dem zu nähern und mussten leider feststellen, das ist verdammt schwer. Wir haben da eigentlich nichts. Ja? Wir können da eigentlich nur auf interne Daten zurückgreifen. Wir haben uns auch verschiedene andere Sachen angeguckt, ZDB, ECB, kann man vielleicht über irgendwie Web of Science irgendwas rausfinden. Nada, habe ich nichts, aber wir haben eben eine interne Datenbank an der TU, die sogenannte LINF-Datenbank. Da werden ganz verschiedene Sachen erfasst, zentral über die Forschungsabteilung, und das dient dem Reporting und der leistungsorientierten, also Reporting über dem Senat und der leistungsorientierten Mittelvergabe, und dort werden eben auch Herausgeberschaften erfasst. Und wir haben von dem zuständigen Team in der Forschungsabteilung einen Abzug dieser Daten bekommen. Und natürlich muss man dann immer erstmal anfangen, Daten zu bereinigen, damit man damit weiterarbeiten kann. Das ist einfach so. Daten sind messy, also muss man sie normalisieren, korrigieren, erweitern. Wir haben sie dann mit dem DOJ abgeglichen, mit OpenAlex auch abgeglichen. Und wir haben auch durchaus einiges manuell recherchiert, vor allen Dingen auch für Bücher. Und genau, wir haben da diverse interessante Dinge gefunden. Die kuriosen Dinge erzähle ich vielleicht lieber in der Kaffeepause. Was wir auch gefunden haben, ist darüber Informationen zu Open Access Förderung für Bücher, bei denen unsere Wissenschaftlerinnen mit herausgebend waren. Und darin steckten dann eben nicht nur Acknowledgements für die Finanzierung aus unserem zentralen TU-Fonds, sondern auch aus anderen Institutionen. Ist ja irgendwie spannend. Was wir in der Liste auch gefunden haben, sind Personen an der TU, die besonders oder irgendwie vermehrt, also gehäuft, bei OA-Zeitschriften oder Reihen involviert sind. Und wir haben Schriftenreihen identifiziert, die vielleicht Flipping-Potenzial, also Flipping zu Open Access-Potenzial haben. Und der nächste Schritt wäre dann zu überlegen, ob oder wie wir diese Personen ansprechen für etwaige Kooperationen. Und jetzt der eigentlich spannende Punkt in dem Kontext Fair Open Access ist, wir haben darüber über diese Analyse Zeitschriften gefunden, die im DOJ gelistet sind, teilweise mit Ziel, teilweise ohne, auf jeden Fall ohne APC, und haben uns dann eben noch sehr genau mit diesen Zeitschriften beschäftigt und haben jetzt so eine Summe an Zeitschriften, die wir noch genauer prüfen müssen in der nächsten Zeit, inwiefern sie passgenau für unseren Fair Open Access Fonds sind und wir hier eine Finanzierung einleiten können. Genau, also was haben wir gelernt? Publikationstätigkeiten ermitteln, easy peasy. Da haben wir Werkzeuge seit einigen Jahren. Denken Sie an den Open Access Monitor, das ist super. Sowas würde ich mir auch wünschen für andere Arten von Tätigkeiten, die unsere Wissenschaftlerinnen tagtäglich übernehmen. Ja, sie werden häufig eben nur an den Publikationen gemessen, aber es gibt auch anderes. Und sich dieser Frage zu nähern, ist verdammt schwer, außer man hat interne Daten. Das ist sehr zeitaufwendig. Mit dem DDH und mit den Sachen, in denen da in KraftOA und Diamas jetzt gearbeitet wird, wird es hoffentlich in den nächsten Jahren einfacher. Also danke dafür, ich bin sehr gespannt.
für diese Bereiche Review oder sonst irgendwie geartetes Engagement sind wir noch ganz blank, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß gar nicht, wie ich mich die nähern soll, außer irgendwie Rap-Scraping. Ich kann ja nicht das ganze Internet scrapen. Genau, eine Sache hat sich jetzt nahezu überholt. Also es gibt in vielen Werkzeugen eben inzwischen diese Kategorie Diamond. Das ist prima, aber kann eben verschiedene Dinge meinen. Wenn wir jetzt eine bessere, konsistentere Definition von Diamond haben, die eben auch gerade auf diesen Bereich Scholar-led und Not-for-Profit-Aktivitäten fokussiert, dann wird uns das bei diesem Abgleich von Listen eben auch sehr unterstützen. Also da freue ich mich sehr drauf, da würden wir Zeit sparen. Und genau, um zum Ende zu kommen, wir sind jetzt in diesem Jahr in einem Work in Progress. Wir sind nicht fertig, ich habe keine fertigen Antworten für Sie. Ich kann nur sagen, es lohnt sich, sich damit zu beschäftigen, die Zeit zu investieren. Wir machen das alles irgendwie gleichzeitig, also das Monitoren, den Aufbau von Geschäftsgängen und von Workflows und auch die Arbeit mit Förderkriterien oder dem Fördergegenstand, weil sich das gegenseitig befruchtet. Genau, und vielleicht nur als allerletztes Fazit, es ist für uns essentiell, dass wir unser Förderhandeln prüfen. Ob nächstes Finanzierung kann und sollte mehr sein als der Abschluss von Publish-and-Read-Verträgen und Zahlung von APCs. Und wir sollten unser Förderhandeln prüfen und uns unseren strategischen Zielen abgleichen. Wir sollten Diamond und Fair auch bei Etatplanung berücksichtigen. Und wir können und sollten innerhalb unserer eigenen Institutionen auf die Suche gehen und den Schulterschluss mit unseren Wissenschaftlerinnen suchen und sie konkret fragen, was sie eigentlich brauchen und da besser werden. Vielen Dank.